Hi, ich bin Ronny und ihr schaut World Wide Whisky. Heute geht es um ein Bonahavn 1989 aus der Cooper's Choice Serie. Ja, wie schon gesagt, heute geht es um was sehr, sehr Leckeres und vor allem was sehr Altes. Heute habe ich ein Bonahavn auf den Tisch. Aus der Cooper's Choice Serie vom unabhängigen Abfüller The Vintage Malt Whisky aus Glasgow. Diese Flasche, muss ich gleich vorweg sagen, hat mir, wie schon so oft in meinen Videos, der liebe Franz Hauptmann kostenlos zur Verfügung gestellt. Da bedanke ich mich bei Franz wieder mal sehr, sehr herzlich. Kann ich immer wieder nur Danke sagen. Der hat mir diese Resteflasche zukommen lassen. Ja. Es handelt sich, wie gesagt, um einen sehr alten Bonahavn. Der ist 26 Jahre alt, destilliert im Oktober 1989 und gebottelt 2016. Es gibt genau 260 Flaschen, also die Cooper's Choice Serie. Das sind immer Einzelfassabfüllungen. Egal, was für Fässer das sind. Wenn es dieselben Fässer sind, wenn sie nebeneinander liegen, zur gleichen Zeit destilliert wurden, sie schmecken immer ein wenig anders. Ist ja normal, ne? Gibt ja die Physik und die Chemie auch nicht anders her. Ja, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und 46 Volumenprozent Alkohol. Also schöne Trinkstärke. Ja, Bonahavn, Eiler Destillerie, braucht man auch nicht mehr so viel zu sagen. Wurde, glaube ich, schon genug dazu gesagt. Sie machen rauchige und auch nicht rauchige Whiskys. Wobei für die nicht rauchigen sind sie auf Islay bekannter, so viel ich weiß. Ja, also kommen wir mal zum Whisky gleich. Die Farbe des Whiskys ist, wie gesagt, Natural Color, also Naturfarbe. Sie ist so, ja, so Stroh, würde ich jetzt sagen. So in die Strohrichtung gehen. Ein leichter Goldton. Ja, so ein bisschen kräftigere Goldton schon, aber nicht richtig Gelbgold, so nicht. So ein bisschen helles Gold. Ach. 26 Jahre alter Bonahavn. Der Preis dieser Flasche, die gibt es noch. Der ist 144 Euro. Gibt es noch, wird noch angeboten in Shops. Und ja, für einen 26 Jahre alten Bonahavn, reine Ex-Bourbon-Fassreifung. Muss ich sagen, ja, finde ich den Preis eigentlich noch ganz okay. Ne, wenn man bedenkt, was der Standard Bonahavn 25 kostet, 250, 60 Euro, so glaube ich, so rum, ist man hier mit 144 Euro noch gut bedient. Allerdings, das ist eine reine Ex-Bourbon-Reifung. So, den Whisky hatte ich schon vorher eingekippt ins Glas, also der stand schon 20 Minuten. Deswegen war hier auch schon was drinne. Beim ersten Riechen hätte ich jetzt fast gesagt, da ist ein ganz kleines bisschen Rauch mit drinne. Ganz kleines bisschen, aber ich kann mich auch täuschen. Also das muss nicht unbedingt Rauch sein. Der hat sowas Muffiges, sowas leicht süßlich, aber nicht richtig. In der Nase ist er noch nicht sehr süß. Fruchtmäßig bin ich eindeutig klar bei Zitrone, bei Zitrusfrüchten allgemein, aber ich würde eher Zitrone sagen. Und wieder mal so reife Äpfel, richtig, richtig ganz reife Äpfel. Also wenn die wieder schon so kurz vor dem Gären sind oder so, also wenn sie so richtig saftige, überreife Äpfel. Und eine schöne Würze, eine sehr schöne Würze. Aber ich habe erstaunlicherweise in der Nase gar nicht viel Eiche. Tja. Dann probieren wir halt mal. Slanche.
Ich weiß nicht, ob der nicht rauchig sein soll. Ich habe ein bisschen Rauch da drin, muss ich sagen. Auch jetzt am Gaumen. Ich habe da so ganz, ganz leichten Rauch. Ein paar ppm sind bloß 4, 5 ppm. Mehr würde ich da gar nicht sagen. Jetzt kommt so ein bisschen auch eine Süße rüber, aber nicht sehr süß, dieser Whisky. Mehr so diese Würze. Also es ist eine extreme Würze, keine bittere Würze, sondern eine schöne. Ja, ich würd sogar schon in die maritime Richtung gehen. Richtige schöne salzige Meeresluft, so Meeresbrise. Bisschen süß, aber nicht, wie gesagt, nicht arg süß. Leichter Rauch und Zitrone und diesen vergorenen Apfel habe ich da als Frucht. Ja, jetzt wo der Mund- und Rachenraum wieder geimpft ist mit dem Whisky, kommt auch in der Nase jetzt beim Riechen schöne fruchtige Noten hoch. Dieser Whisky erstaunt mich, dass der, wie ich finde, wenig Eiche hat. Mit 26 Jahre Fasslagerung sollte doch eigentlich schon ein gewisser Teil Eiche zu riechen und zu schmecken sein. Aber ich muss ehrlich sagen, ein bisschen Eiche hat er ja, aber nicht, ich würde den nicht, von der Eiche her gesehen, würde ich den nicht auf 26 Jahre tippen. Auf keinen Fall. Aber dieser überreife Apfel, der deutet ganz arg darauf hin, dass dieser Whisky, finde ich, dass der alt ist. Ja, ich muss noch mal probieren. Trinkstärke sehr schön, 46% Alkohol. Beim ersten Schluck habe ich ein ganz leichtes Prickeln gehabt auf der Zunge. Ist ja klar, wenn man noch kein Whisky hatte. Jetzt beim zweiten Schluck schön, super eingebundener Alkohol. Man merkt ihn eigentlich gar nicht mehr. Ja, was soll man jetzt? Es ist eigentlich. Eigentlich ist das ein schöner Whisky, schöner süffiger Whisky, muss ich sagen. 144 Euro wäre mir jetzt ein bisschen zu teuer für die Qualität, die er mir gibt. Ich finde diesen Whisky nicht schlecht, auf keinen Fall. Das ist kein schlechter Whisky, ist ein sehr schöner, guter, ausgewogener Whisky. Aber er ist mir zu jung, vom Charakter her. Er hat zwar das Alter. Das Alter, finde ich, ist ein bisschen höher, aber er ist mir zu jung. Er ist mir nicht 26 Jahre alt in der Nase und am Gaumen. Den würd ich vielleicht 18 Jahre geben oder so, wenn ich ihn blind im Glas hätte. Und ich habe auch nicht mehr Früchte wie diesen Apfel, diesen vergorenen Apfel und diese Zitrone. Mehr habe ich da an Früchte auch nicht. Naja, ich habe ja noch einen ganz kleinen Schluck drin. Ich beschäftige mich mit Sicherheit nochmal mit dem Whisky alleine und in Ruhe. Aber hier im Video, so auf die Schnelle, kann ich da gar nicht mehr rausholen. Ja, also, ich trinke nochmal den Schluck aus. Schmeckt gut. Also schmeckt super. Ist ein schöner, gefälliger, süffiger Whisky. Für 80 Euro hätte ich gesagt, ist das ein richtig geiler Whisky. Aber für 144, was diese Flasche kostet, bietet er mir, muss ich ehrlich gestehen, zu wenig Qualität.
Aber so ist es halt. Das sind meine Eindrücke, das ist mein Empfinden. Andere sehen es vielleicht anders. Aber ich habe den so empfunden. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, für den Preis und für die Qualität gebe ich jetzt für den Whisky keine Kaufempfehlung. Also muss ich von meiner Warte aus so sagen. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ist kein schlechter Whisky, ist ein schöner, gefälliger Whisky, aber Qualität, also PLV, ist er mir einfach zu teuer. Er kann ruhig 26 Jahre alt sein, aber er bietet mir halt nicht das, was ich da erwartet habe. Ja, nichtsdestotrotz, er wird seine Fans finden oder er hat seine Fans, denke ich mal. Und 260 Flaschen von 2016 gebottelt und 260 Flaschen nur. Und jetzt gibt es den noch zu kaufen. Also wir haben jetzt 2020. Also das spricht meiner Meinung nach auch schon für sich, dass der immer noch erhältlich ist. Ja, gibt es eigentlich nichts mehr weiter dazu zu sagen. Von Bonnerhaven bin ich eigentlich immer nur gute Sachen gewöhnt. Oder das, was ich bisher von Bonnerhaven im Glas hatte. Ich muss sagen, unabhängig habe ich Bonnerhaven noch nicht so oft im Glas gehabt. Aber die Originalabfüllungen, die sind eigentlich alle so durch die Bank recht gut. Und wie gesagt, der ist auch recht gut, aber er ist halt zu teuer für die Leistung, die er bringt. Ja, also machen wir es, ziehen wir es nicht unnütz in die Länge. Für mich keine Kaufempfehlung für diesen Whisky. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an den Franz, dass er mir so Resteflaschen immer zur Verfügung stellt. Finde ich mega, Franz. Dankeschön. Und da kann man dann halt immer auch mal ein Video machen mit der Originalflasche. Ja, also kommen wir zum Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Abonniert diesen Kanal, wer es noch nicht getan hat. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video. Und ich möchte mich verabschieden. Diesmal habe ich ein Video mitten in der Woche am Mittwoch gemacht. Corona-bedingt, wir sind zwangsverbannt zu Hause. Also, was macht man da? Macht man halt auch mal ein Video zwischendurch wieder, ne? Also, macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao.